Aber momentan ist es ja so, selbst in Deutschland mittlerweile richtig im Hype, dass die Killer-Clowns, kann ja Kill-Fan, denke ich mal, bestimmt, sozusagen auch Menschen so richtig verletzen und so. Ja. Und es muss echt nicht sein. Nur Hey, um ein yeah. bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, vielleicht um YouTube-Klick zu bekommen, das muss echt nicht sein. Nee. So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu einem Halloween-Special. Also, was heißt wieder zu einem? Einfach GTA, diesmal als Halloween-Special. Und zwar zocken wir extra Halloween-Maps, die für uns, also was heißt für uns gebaut wurden, einfach für Halloween gebaut wurden. Und ja, es ist halt einer der bestbewertesten Halloween-Maps, die es gibt, die wir hier gerade spielen. Die heißt nämlich Halloween Madness 2016 und hat. Sah auf jeden Fall interessant aus, so wie es gemacht war, also wie gemacht wurde auf jeden Fall. Aber wir müssen mal gucken, wie sieht auf jeden Fall schon mal ganz interessant aus. Ja, bei mir ist irgendwie schon über das Halloween-Feeling. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Zalta, aber bei mir Ja, ist es ist bei wirklich der so. Map gerade über. Vor allem, wir hatten hier vorne eine Map aufgenommen, die war mega krass an sich. Als Jedoch ob. war so. Dass wir die Aufnahme nicht nehmen konnten, weil die gelaggt hat. Das war wahrscheinlich, weil die CPU-Auslastung zu hoch war, keine Ahnung. Jedenfalls müsste es ja jetzt gehen und ja, ich denke mal, es spricht für sich alles so an sich. Und ich bin jetzt extra nicht laut, mach die Musik ein bisschen lauter, also. Und wir gucken mal, was sich so alles machen lässt hier bei der Map. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz fresh aus. Alter, das war mal mega geil mit dem Feuerwerk. Hui, ich fliege einfach wie so ein Brett, ne? Als ob! Was denn? Kann ich doch echt keinem verkaufen. Was Ich fahre denn? gerade auf den Looping drauf und im Endeffekt fahre ich dann voll links daneben. So. Haben wir diesen Checkpoint. Alter, was kommt denn hier bitte? Mit so einem Kackauto vor allem machen wir das, ne? Es sorgt aber einfach für allgemein mehr Halloween-Stimmung, als bevor Du wir ma irgendwie, sage du ich jetzt machst mal. das. Du machst das mit so einem Kackauto. Ja, du ja. Nein, Ich ja. du. Ja, meine ich so. Ja, ich ja, weil das einfach eine bessere Stimmung erzeugt. Und außerdem passt es einfach besser rein, als wenn du jetzt so ein, sage ich jetzt mal, knallbuntes Auto oder sowas. Alter, war das geil. Junge, diese Spirale, ne? Oder dieser Looping dazu. Mega. Hui. Auch cool, dieser Sprung nebenbei. Außerdem war der Kürbis mega cool. Aua, ich habe mich gerade auf den Kürbis. Alles klar. Nicht explodieren. Ah. Das ist deine Chance aufzuhören. Was ist? Das war deine Chance, ein bisschen zumindest aufzuhören. Ja, ich habe gerade selber verpackt, das ist schon das. Bin gerade nicht auf dem Ah. Orangenen gelandet, sondern Ja, vor da dem bist du ja. Orangenen. Das sieht auf jeden Fall schon mal echt cool aus, die Map, muss man sagen. Also, ich Als sag ob mal. mein Auto einfach hinten hochkommt. Ich finde es schade. Es gab nämlich auch so Nein! Maps, die wollten wir aufnehmen, wo wir Killer-Clowns abschlachten, also überhaupt Clowns abschlachten sollten. So viele Clowns erledigen sollten in 20 Minuten, wie geht. Und ich habe den Looping verkackt. Aber das ging nicht, denn. Da mussten wir Also, uns einfach selber abschlachten und richtig. das hat halt einfach keinen Sinn, 20 Minuten im selber Richtig. mit einer Axt oder mit einem Katana oder was es da war, Machete. Machete abzustechen. Das Ja, das ist einfach stocklangweilig gewesen an sich und das braucht man echt nicht. hat uns beim Zocken sogar wenig selber Wenig Spaß über gemacht. wenig Spaß gemacht. Ja, weil wir Und uns gefreut haben, Clowns abschlachten, weil ja gerade eh das aktuelle Thema ist, so Killer-Clowns und so, denn. Das geht einfach viel zu weit. Ich wünsche euch jetzt schon mal allgemein ein frohes Halloween. Süßes oder saures, ne? Bin jetzt Runde 2. Und lasst euch einfach nicht unterkriegen von den Killer-Clowns. Geht ruhig raus, falls ihr jetzt noch relativ jung seid. Geht ruhig raus und so. Aber passt auf euch auf, denn es gibt genügend, die zu Halloween wirklich den Killer-Clown-Kostüm tragen werden. Alleine aus dem Grund. Weil so viel Scheiße in letzter Zeit damit abgegangen ist. Es nimmt einfach alles viel zu viel überhang.
Es kommt alles von DM Pranks, falls ihr den Kanal nicht kennt. Checkt den einfach mal aus, DM Pranks einfach nur. Das ist nämlich ein Channel, der einfach nur Killer Clown Pranks sozusagen hochgeladen hat und dadurch alleine in Amerika so einen richtigen Hype ausgelöst hatte. Und ich sag mal so, der Hype in Amerika war nicht so krass, wie er jetzt gerade ist. Denn die hatten da einfach nur ein paar Videos gemacht gehabt, so einfach nur aufgenommen und so, und mehr haben sie nicht gemacht. Aber momentan ist es ja so, selbst in Deutschland mittlerweile richtig im Hype, dass die Killer Clowns, kann ja Kleine, denke ich, nur bestätigen, sozusagen auch Menschen so richtig verletzen und so. Ja. Und das muss echt nicht sein. Nur um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, vielleicht um einen YouTube-Klick zu bekommen, das muss echt nicht sein, null. Oder wie stehst du zu der Meinung, Kleine? Also, bei uns im Nachbarort ist jetzt, also, hat mir einer erzählt, dass da sich jemand als Clown verkleidet hat, also das ist jetzt 2 Tage her oder so. Mhm. Hat sich einer als Clown verkleidet und der wurde dann von einem Türsteher, glaube ich, zusammengemöbelt. War das mit einem Messer zufällig? Kein Plan. Weil es war nämlich so in den Medien, dass da irgendwie ein Clown abgestochen wurde, was eigentlich auch so ja, zurecht ist. Ja, schon, aber nee, das war nicht der Fall. Okay. Aber der wurde halt zusammengeschlagen. Mhm. Naja, jedenfalls so, war es halt so, ich finde es total komplett legitim eigentlich, damit man sich wehrt sozusagen, vor Angst oder aus Angst heraus sozusagen. Denn sowas ist echt unter aller so Killer-Clown-Pranks. Wenn ich irgendwie sowas erleben müsste, ne? Ich würde um mein Leben rennen, ohne Scheiß. Ich würde sowas von um meinem Leben rennen. Weil das ist echt abnormal, was gerade in Deutschland und der Welt abgeht wegen dem Scheiß. Weil das ist ja momentan so gehyptes Thema und ist echt krank, ja. Das ist echt nicht mehr normal, das ist echt ein bisschen eklig, das Thema. Aber ich finde die Map eigentlich gar nicht so schlecht. Bis auf das, die Maps hier, muss ich echt so sagen, wirklich kein so richtiges Halloween-Feeling aufkommen lassen, weil... Das bis auf die so, eine fand ich jetzt halt. Ja, bis auf die eine, denn da war das so, wir waren im FIB-Gebäude und da war es halt so, dass wir in das FIB-Gebäude reingespawnt sind und da uns bewegen mussten und auf einmal kam da sozusagen... Verbrannte Wohnungen waren da, wo wir durchfahren mussten und so. Das war ein richtiges Feeling. Dann mussten wir auf einmal in die Garage und dann hat sie uns irgendwie aus der Map rausgepackt, aber es war gewollt und was auch immer. Ja, das war richtig gut, die Map, aber leider laggt's und also laggt die Aufnahme. Ich kann euch gerne mal hier was einblenden. Komm, okay. Und ihr seht ja selber, ist nicht wirklich geil, ne? Und ich sag mal so, da wollen wir jetzt nicht nochmal die Map aufnehmen, weil wir schon wissen, wie das alles ist. Und da kommt nicht mal nochmal die Stimmung so auf, sag ich jetzt mal. Und ja, also ich sag mal so, wir nehmen eine nächste Map noch auf. Hier nach dieser Map jetzt. Aber ich würde es dabei auch belassen, die wird auch nicht mehr allzu lange gehen. Denn ein Halloween-Special soll ein Special bleiben und nicht so eine ganz normale Folge an sich werden, ne? Ja, genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei der nächsten Map wieder. Und ja, bis gleich. So, damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Map dieser Folge. Ist jetzt schon über 20 Minuten her, seitdem ich die andere Folge aufgenommen habe, weil irgendwie GTA-Server irgendwie nicht wollten und so. Und ja, gucken wir mal, wie die so wird. Weil das ist auch eine Halloween-Map. Die soll man nämlich von Punkt zu Punkt fahren. Ist einfach so ein normales Rennen an sich. Aber halt in der Nacht bei Regen. Und das sorgt ja auch für leichte Halloween-Stimmung. Würde ich mal sagen, ne, Klein? Jo. Hui, Alter, ich rutsche hier richtig, Alter. Wir haben auf jeden Fall schöne also so richtig Oldies, Klassiker. Alter, ja genau, was war das denn bitte? Ich ramm dich voll weg, weißt du? Und was passiert? Ich flieg weg. Du bist aber in mich reingefallen. Ja, deswegen ja.
Ich hab gedacht, ich reiß dir jetzt voll das Heck weg, weißt du? Alter, wie die Karre rutscht, Alter, das ist so abnormal. Ja, meine rutscht so fast gar nicht. Komplett, Alter. Wenn ich einmal. Ich kann hier komplett rumdriften, ja. Gönn dir einfach mal, wie dreckig guck, meine ist. Guck, guck. Kann voll rumdriften. Tschüss, Lane. Oh Gott. Ja, gönn dir einfach mal, wie dreckig meine ist. Ja, meine geht noch. Also, mein Auto geht noch. Monroe. Nein, das ist nicht die Sängerin, falls ihr fragt. Alter, schon wieder überdreht. Und rückwärts und geradeaus. Oh, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Da kommt Plane. Wir sollen jetzt so zum Grab auf jeden Fall fahren, das weiß ich. Vom Grave zum Grave. Plane überdreht sich, deswegen habe ich hier extra abgebremst, dass ich hier ordentlich rumkomme. So, jetzt heißt es driften. Och, ich komm schon. Nein, überdreht, fuck it. Ja. Sehr gut. Also. Ich kann ihn nochmal schön Speed aufbauen, dass ich ihn einhole. Oh Gott, Kurve, Kurve, Kurve. Nein! Du kleiner Bastard, ne? Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Zieh durch. Bitte, bitte, danke. Ey, Klein. Danke. Fuck! Tschüss. Ach, lol. Och, fuck it. Hui. Fahren wir auf jeden Fall hier rüber. Vielleicht sehen wir jetzt hier nochmal. Schön ein Killer-Clown, der hier umherläuft, ne? Das kann natürlich sein, kann natürlich nicht sein. Wer weiß das schon? Das ist dir die Frage. Vielleicht ist er Clay der Killer-Clown. Vielleicht ist er Zalto der Killer-Clown. Das kann natürlich auch sein. Oder deine Mutter, wo vorhin reingekommen ist. Ja, genau sie. So, driften! Ah, das war Fail. Okay, tschüss, respawn. Ich glaube, das war sogar ein Fehler zu respawn, das ging ja schneller so. Bin mir aber nicht so sicher. Sieht auf jeden Fall ganz fresh aus, das Auto. Warum nicht? So, rumdriften. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Weiter geht's. Fick dich, dreh dich doch nicht so. Hallo, hör auf dich zu drehen, Mann, danke. Jetzt ist Klein vorne, ey, das gibt es doch nicht. Ey, ich bin voll über der Leitplanke geschleudert, ne? Was? Er mich hat so hingehauen, dass ich, dass die Leitplanke mich genau in die richtige Richtung gehauen hat. Ja, toll, das freut mich ja. Leitplanke liebt mich. Ja, mich nicht. Mich hasst alles hier. Vielleicht, weil ich ja Killer-Clown bin. Alter Junge, ey, schon wieder ein schöner Unfall. Und weiter geht's. So, jetzt zieh durch. Nochmal einen kleinen Sprung als Einlage. Als Show-Einlage. War irgendwie voll langsam. Ja, ach. Ich auch. Nein, 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 nicht driften, nicht driften. Fick dich, Mann. Oh, Stunt, nice. Alter, mega geil. Zwei Rollen in der Luft gemacht, weiter geht's. Oh, Mann, ey. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn ich die ganze Zeit so ein bisschen ruhiger rede bei der Folge jetzt, weil das würde nicht jetzt nicht reinpassen bei der Musik, bei der Stimmung, die hier entstehen soll, wenn ich jetzt die ganze Zeit so, ich sag mal, jetzt rumschreien soll oder so. So, jetzt erstmal schön rumgedriftet und wir genießen jetzt einfach mal diesen Tag hier und ich hoffe, ihr feiert jetzt so schön Halloween, kriegt schön Süßigkeit, wenn ihr rumgeht. Ich wünsche euch viel Glück auf jeden Fall. Auf dass ihr keinen Killer-Clown begegnet. Rumgeschrei kommt dann wieder in den nächsten Folgen. Ja, richtig. Tschüss, Klein. Also? Bremsen, 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 bremsen. Oh, ja, ja, ja. So, jetzt sind wir beim Friedhof angelangt. Voll gegen das Ding. Oh Gott, Alter, im Friedhof. Genau bei Halloween. Auch nicht schön. Na gut, ich danke euch fürs Zusehen bei dieser Folge. Wir sehen uns dann
beim nächsten normalen Video wieder. Feiert schön Halloween. Ich wünsche euch alles Gute. Gut, dass ihr keinen Killerclown begegnet. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.